Jo, hallo, ich bin Peter Pieck und rede heute in Berlin in seinem Atelier mit Chris Koch. Hallo. Was hast du früher alles gemacht und warum machst du es jetzt nicht mehr? Ich habe früher alles gemacht Alles. und jetzt male ich nur noch. Nee, ich hab Musik gemacht, ich habe mit Polaroid gearbeitet, mit Super 8. Vor allem in analogen Medien war ich viel unterwegs und bin schlussendlich in der Malerei gelandet. Das heißt ja, dass halt die Malerei besonders spannend sein muss, also, oder? Malerei ist spannend, sehr spannend. Ah. Okay, coole Sache. Und ja, und das andere Zeug, was du alles gemacht hast, das fließt da sicher mit ein. Auf jeden Fall. Also, wie ich gerade schon sagte, ein Bild baut sich ja auch in Ebenen auf und genauso baut sich auch Musik auf. Also man denkt da auch in, man hat Bässe, man hat Mitten, man hat Höhen. Und im Bild haben wir den Hintergrund, den Mittelgrund, den Vordergrund. Es gibt die Elemente, die teilweise eher vorne drauf liegen, wie der Gesang, wie die Stimme. Und dann gibt es aber auch die ganz weit, die Elemente, die sehr weit hinten liegen, die dann eigentlich, die man dann bei der Bildung mit dem Bass vergleichen kann. Also beim Musikmachen habe ich viel gelernt, was ich hier in der Malerei auf jeden Fall auch anwende. Und auch im Malprozess. Ich könnte nicht ohne Musik arbeiten und jede Ebene verlangt auch eine andere Musik. Also gerade im Hintergrund, wenn ich ein Bild frisch grundiert habe und anfange, dann braucht es oft sehr laute Musik. Also zum Beispiel momentan gerade ist es Black Sabbath. Es ist gerade Black Sabbath schön laut auflegen, dann geht's los. Dann, wenn man sich so in den Mittelgrund reinarbeitet, dann wird es teilweise ein bisschen, da wird es konkreter und dann muss man ein bisschen feiner rangehen. Da ist es dann teilweise mal so elektronische Sachen und gerade hier vorne drauf dann wieder die feinen Spitzenelemente, die man jetzt vielleicht wieder mit einer Stimme vergleichen könnte. Da höre ich dann zum Beispiel sehr gern Jazz. Weil da schwingt man sich dann so schön rein. Da kann man gut eintauchen. Ja, verrückt. Ja, sieht man auch alles eigentlich. Freut mich. Okay, gut, vielen Dank für das Gespräch. Jo, Servus. Ciao.